Wir nähern uns dem Ende unserer Feier. Zeit für ein paar Worte des Dankes und einen kurzen Ausblick auf die Arbeit von Medico. Sie haben lange ausgehalten, sehr mutig, sehr tapfer. Ich möchte zuallererst Stella und Cemil danken für diese wunderbare Musik, die, glaube ich, für uns alle sehr viel mehr war als nur der musikalische Rahmen für eine Feier. Es war für mich großartig zu sehen, wie inspirierend auch das Zusammenmusizieren über die Grenzen hinweg sein kann. Nochmal ganz herzlichen Dank, Stella und Cemil. Um gleich noch einen weiteren Dank anzuschließen für diejenigen, die uns helfen in der gegenseitigen Verständigung, den beiden Übersetzerinnen Heike und Miriam. Ohne euch wird es auch nicht funktionieren. Sie haben es gehört, es könnte das letzte Mal sein, dass ich in der Funktion eines Geschäftsführers zu einer solchen Gelegenheit spreche. Es ist Zeit, nach 20 Jahren Leitung die Verantwortung in die Hände jüngerer Leute zu geben. Das werde ich sehr gerne tun und es gibt ja auch die Möglichkeit, dann aus der Stiftung heraus, dem alten Teil von Medico sozusagen, nochmal ein wenig weiter für Medico tätig zu sein. Das habe ich mir vorgenommen und das wird mir auch eine große Freude sein. Als ich 1979, das ist ja bald 40 Jahre her, bei Medico angefangen habe, da war eine solche Feier in keiner Weise zu denken. Niemand von uns, wir waren damals 3 Festangestellte und 6 Zivildienstleister, ich war einer der Zivildienstleister. Da residierten wir noch in einer Baracke außerhalb von Frankfurt und konnten uns in keiner Weise vorstellen, dass wir irgendwann hier in Berlin eine solche große Feier haben mit so vielen Leuten, die dann noch so lange dabei bleiben und zuhören. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr alles nochmal zu erzählen. Barbara Unmüßig hat es wunderbar dargestellt. Barbara, ich bin dir sehr, sehr dankbar für das, was du in der Geburtstagsrede zu Medico gesagt hast. Wo ist sie denn? Ist sie noch da? Ich hoffe, da sitzt Barbara. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind ja heute über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aufs Engste mit vielen Menschen in aller Welt vernetzt. Wir haben im letzten Jahr über 120 Projekte, nur einen kleinen Teil haben Sie heute hier mitbekommen können, unterstützen können in über 30 Ländern. Das sind ohne Frage große Veränderungen und sieht ja auch nach einem großen Erfolg aus. Auch der ist heute gelegentlich gewürdigt worden. Aber ich muss da immer hinzufügen, das ist ja nur die halbe Wahrheit. Es hat ja nicht nur der Handlungsrahmen von Medico zugenommen und vielleicht die Resonanz, die wir erfahren, sondern der Bedarf an unserer Arbeit, der Bedarf an Unterstützung, an Hilfe hat es genauso. Wenn wir genau in die Welt hineinschauen, und Sie haben es ja heute auch gehört in den anderen Beiträgen, dann ist die Zerstörung von menschenwürdigen Lebensgrundlagen auf eine rapide Weise vorangeschritten. Und wie groß die Schrecken der Welt heute sind, davon haben viele hierzulande erst durch die Ankunft von Hunderttausenden von Flüchtlingen eine Ahnung bekommen. Menschen, die aufgrund von Krieg, und das haben wir heute ausgiebig gehört, von Hunger und Chancenlosigkeit oder mangelnder Anerkennung sich auf den Weg gemacht haben, um dieser desaströsen, dieser zerstörerischen Globalisierung von oben das ihre entgegenzusetzen, nämlich eine Globalisierung von unten, wie wir das nennen. Und das, glaube ich, sind die eigentlichen Veränderungen, die in den zurückliegenden Jahrzehnten sich bemerkbar gemacht haben und auch heute sich in unserer Arbeit dann widerspiegeln. Das ist die Integration der Länder des Südens in einen von Wachstum und Renditestreben geprägten globalen Markt, der die Welt zwar näher zusammenrücken ließ, aber zugleich auch tief sozial gespalten hat. Diese Risse, die im Zuge der marktradikalen Umgestaltung der Welt entstanden sind, sind heute unübersehbar und auch das haben wir heute gehört. Eine kleine Elite kann sich einen mitunter obszönen Reichtum leisten, der nicht selten aus mafiösen Kontexten stammt, wie dem Drogen- und dem Menschenhandel, während auf der anderen Seite die Zahl derjenigen, deren Leben
von Chancenlosigkeit und Stillstand geprägt ist, rapide zugenommen hat. An großen Teilen der Weltbevölkerung ist der Fortschritt schlicht vorbeigegangen. Nur auf unterster Stufe wurden sie in den Weltmarkt integriert, als billige Arbeitskräfte, zum Beispiel in der internationalen Textilproduktion oder als Tagelöhner in der Produktion von Palmöl, als Käufer von überteuerten und ungesunden industriell produzierten Nahrungsmitteln, die aber dennoch so etwas wie eine Teilhabe, eine sehr fatale Teilhabe an der Moderne suggerieren. In diesem Spannungsfeld, dem Spannungsfeld zwischen Integration und Ausschluss, zwischen Fortschritt und Stillstand, da bewegt sich die Arbeit von Medico heute. Wir stehen Menschen zur Seite, für die sich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte nicht als Befreiung aus Not und Notwendigkeit bemerkbar gemacht hat, nicht als einen Prozess von Emanzipation, sondern zunächst nur als eine dramatische Zunahme von sozialer Verunsicherung. Das ist, glaube ich, von Stefan Lessenich wunderbar ausgeführt worden. Sie haben die Zahlen gehört, auch die Ideologie dahinter, die produziert wird, um solche Verhältnisse dann zu verstecken und ungeschehen zu machen oder unsichtbar zu machen. Ich will auch Stefan Lessenich dafür ganz, ganz herzlich danken. Es war wunderbar, diese Festrede heute zu hören. Den prekären Folgen, die aus dieser sozialen Ungleichheit resultieren, ist, das wissen wir alle, mit dem, was eine Organisation wie Medico tun kann, mit Hilfe nicht beizukommen. Mit Hilfe insgesamt auch nicht mehr. Dafür sind die Dimensionen des Elends inzwischen so groß geworden, dass das nicht funktionieren kann. Es ist im Gegenteil heute schon fast der Fall und wird deutlich, wie zweischneidig Hilfe eigentlich geworden ist. Sie ist, das haben wir heute gehört, und das ist auch das, was Medico immer wieder weiter tun wird, als solidarische Unterstützung von Menschen, die um ihr Überleben oder für ein menschenwürdiges Leben kämpfen, unerlässlich. Wir werden sie immer auch weitergeben und niemals verweigern. Wir werden sie verteidigen. Aber wir sehen, wie diese Hilfe immer häufiger und immer offener auch genutzt wird zur Absicherung dieser herrschenden Unrechtsverhältnisse. Sie wird in Dienst genommen, zum Beispiel für das Abfedern von offenkundigen Systemfehlern oder für die Gefahrenabwehr im Rahmen einer Sicherheitspolitik, die inzwischen alles dominiert und auch die Entwicklungspolitik, auch die Hilfe in Dienst nimmt, um den bestehenden Status quo zu stabilisieren. Die Experten, und ich will es nicht die Expertise im Sinne, wie es Stefan Lessenich gemacht hat, nochmal aufleben lassen. Aber die Experten behaupten an dieser Stelle dann immer, dass es ohne Sicherheit keine Entwicklung gäbe. Ich darf Ihnen sagen, dass wir noch vor vielleicht 2-3 Jahrzehnten in der entwicklungspolitischen Community jemanden, der dieses behauptet hätte, vom Acker gejagt hätten. Es wäre uns einfach absurd vorgekommen zu glauben, dass mit dieser Hilfe, die wir eigentlich leisten wollen, so etwas wie Gefahrenabwehr und Sicherheitspolitik verbunden sein könnte. Das war einfach unvorstellbar. Wir wollten damals und wollen es als Medico noch immer für Ausgleich kämpfen, für Verständigung, aber nicht für Grenzsicherung, für Privilegien, für die Absicherung von Privilegien und dergleichen oder für die Ruhigstellung von Menschen. Es hat sich aber noch was im Rahmen der Hilfe verändert und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu sehen. Sie ist zuletzt immer mehr zu einem Geschäft geworden. Mit der Bereitstellung von Hilfsgütern lässt sich auch jede Menge Geld verdienen. Es ist ein großes, profitables Geschäft geworden. Ich kann das jetzt nicht ausführen, aber es gibt inzwischen börsennotierte Kapitalgesellschaften, die Rendite aus dem Aufbau von Rehabilitationszentren in Afrika schlagen. Wir erleben, wie zum Beispiel Pharmakonzerne, die wir noch vor einigen Jahren wegen ihrer skandalösen Patentpolitik angegriffen haben, inzwischen von anderen Hilfsorganisationen oder in der Öffentlichkeit als diskrete Geschäftspartner in der effizienten Versorgung von Menschen mit Arzneimitteln hofiert werden. Das sind nicht mehr Einzelfälle. Das, was vor uns liegt an Aufgabe, ist in der Tat auch das Verteidigen von solidarischer Hilfe gegen diese Begehrlichkeiten aus
der Industrie und aus der Geschäftswelt. Zur bürgerlichen Wohltätigkeit, mit der sich die Privilegierten ihr Gewissen beruhigen, und das hat ja Georg Schramm auf eine wunderbare Weise deutlich gemacht. Georg, du bist irgendwo da hinten. Ich will auch dir ganz herzlich bei dieser Gelegenheit danken. Zu diesem wunderbaren Humanismus en chocolat, wie er es genannt hat, da gesellt sich inzwischen auch ganz knallhart Wirtschaftsinteressen und sicherheitspolitische Interessen, die ich schon erwähnt habe. Die Hilfe hat definitiv ihre Unschuld verloren und genau an dieser Stelle gilt das, was Medico sich vorgenommen hat, umso bedeutender, umso wichtiger, nämlich einen kritischen Begriff von Hilfe zu entfalten, zu entwickeln und sich auch immer wieder klarzumachen, um dabei auch das eigene Tun dann jeweils selbstkritisch hinterfragen zu können. Das ist nicht nur eine akademische Beschäftigung für uns. Da sind solche Konferenzen für uns sehr wichtig, aber nicht im Sinne nur alleine von, wir haben Theorie produziert, sondern es ist unmittelbar relevant für die Praxis, in der wir dann tätig sind. Ohne eine solche kritische Betrachtung von Hilfe läuft Hilfe immer Gefahr, letztendlich nicht mehr zur nachhaltigen Befreiung von Not und Unmündigkeit, also für Emanzipation beizutragen, sondern für dessen Gegenteil. Wenn wir das verhindern wollen, lässt sich durchaus an den Ideen des Mai 68 anknüpfen. Ja, denn auch damals ist schon eine ganz interessante und bedeutende Erkenntnis von einer anderen Globalität zum Tragen gekommen. Auf dem legendären Vietnam-Kongress 1968 hier in der TU in Berlin, wo auch heute die Veranstaltungen stattgefunden haben, da ließ Rudi Dutschke keinen Zweifel daran, dass der Kampf gegen Hunger und Krieg und jetzt wörtlich repressive Arbeit notwendigerweise global sein muss. Was hat er mit repressiver Arbeit gemeint? Um die Textilarbeiterinnen konnte es damals noch nicht gegangen sein. Die gab es nämlich noch nicht. Das war etwas, was sich unmittelbar auf die eigene Lebensrealität bezogen hat, auf unser Verhältnis hier. Darauf, dass die relativen Privilegien, die wir hier genießen, immer auch mit Verlusten am eigenen Leben sozusagen bezahlt werden. Deshalb haben wir beim Medico in all den zurückliegenden Jahrzehnten immer eine Figur besonders stark gemacht, die Figur des betrogenen Betrügers, um deutlich zu machen, dass das, was eigentlich notwendig ist, nicht alleine getan ist mit Ausgleich, mit Hilfe, mit Unterstützung von Menschen, die anderswo in der Welt unterwegs sind, sondern nur gehen kann mit einer Umwälzung der gesellschaftlichen Realitäten auch hierzulande. Das ist in der Idee, die im Vietnam-Kongress zum Tragen gekommen ist, schon angelegt gewesen. Und deshalb sind wir auch so eng verbunden mit der Gesundheitsladenbewegung, mit anderen Bewegungen, die hier in Deutschland sich für zum Beispiel Wohnen oder für andere Dinge einsetzen. Die Befreiung von Hunger und Krieg gelingt nur, wenn es uns am Ende auch gelingt, die gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse umzuwälzen. Und damit meine ich das Verhältnis zur Natur, die Beziehungen zwischen den Geschlechtern, die Arbeits- und Konsumgewohnheiten, die Eigentumsverhältnisse, mit anderen Worten, die gesamte Lebensweise. Ich bin in den zurückliegenden Tagen oft gefragt worden, ob es neben den Erfolgen, die jetzt schon mal genannt worden sind, auf die Medico zurückblicken kann, auch Niederlagen gegeben hat. Ja, es gab Niederlagen und wenn man es oberflächlich betrachtet, waren die sogar in der Mehrzahl. Es sind mehr Niederlagen, die wir erfahren. Absolut. Ja. Wenn man dann aber genauer hinschaut, und das haben wir heute auch getan mit dem Panel. Katja, du hast es wunderbar gemacht, mit den Kollegen zu reden und mit Vera zu reden und zu erfahren, dass es neben den ganzen Bedrückungen und Schrecken eben auch Lernprozesse gibt, Erfahrungen gibt, die deutlich machen, dass trotz des Krisengeschehens oder inmitten des Krisengeschehens eben auch das Gegenteil wächst, die Empörung und die Idee, dass es auch anders gehen kann, dass die Krise nicht alternativlos ist, dass Rettung möglich ist. Wenn ich zu Beginn gesagt habe, dass die soziale Verunsicherung von Menschen extrem zugenommen hat, so gilt das auch für das Aufbegehren der Leute, nämlich sich genau damit nicht abfinden zu wollen. Auch die Zahl derer, die mit dem Status quo nicht einverstanden sind, die nimmt zu.
Und das lässt sich dann in den Projekten von Medico sehen, wo das andere ja bereits aufscheint, auch das ist heute schon mal kurz angedeutet worden. Es zeigt sich in allen Projekten, es zeigt sich in Guatemala, wo ganze Dörfer andere Lebensformen entfalten. Es zeigt sich in den Aktivitäten von Juristen, die versuchen gegen die Straflosigkeit in Guatemala mit großem Erfolg übrigens vorzugehen. Immerhin haben sie es geschafft, dass eine ganze Reihe von Generälen heute mit vielen Jahrzehnten im Knast sitzen. Oder es zeigt sich in den Bewegungen von Wohnungslosen in Sao Paulo, die ganze Hochhäuser renovieren, um sie für Wohnungssuchende, für wohnungslose Menschen zugänglich zu machen. Es zeigt sich in den Ideen einer Untergrunduniversität in Kabul, in Afghanistan, wo Leute jetzt jenseits von jeden Zugängen zu Bibliotheken und ohne, dass sie irgendwelche universitären Apparate zur Verfügung haben, sich mit kritischer Theorie beschäftigen. Das ist eine große Leistung. Es zeigt sich im Bemühen von zum Beispiel auch der Kleinbauern in Afrika, die sich mit großem Engagement gegen den Landraub und gegen die Zerstörung, Vertreibung durch extraktive Industrieprojekte zur Wehr setzen. Das sind alles in unseren Augen Inseln der Vernunft, kleine Einheiten, und das Verbindende dieser Inseln der Vernunft ist die Idee von einer anderen Globalität, eine Lebensweise, die sich nicht auf Konkurrenz und Egoismus stützt, sondern auf Mitgefühl, auf Neugier und Kreativität. Der Weg dorthin, der mag lang sein, aber es gibt Ansätze, auch hierzulande. Viele haben aus politischen Erwägungen ihre Konsumgewohnheiten umgestellt, erproben andere Möglichkeiten der Mobilität, drängen auf den Stopp von Waffenexporten und auf die menschenrechtliche Regulierung von Konzernen, die nicht nur im Süden, sondern genauso gut auch hier tätig sind. So mag die Welt vielleicht aus den Fugen geraten sein, was jetzt immer wieder behauptet wird, aber sie ist noch immer bunt, sie ist vielfältig und voller Widersprüche. Und in eben diesen Widersprüchen, da werden auch die Möglichkeiten von Emanzipation sichtbar. Die Welt ist groß und Rettung lauert überall. Diesen Gedanken von Ilya Trojanow, den haben wir uns für das Jubiläumsjahr zu eigen gemacht. Ballhaus West hat daraus Plakate gemacht. Auch hier steht es jetzt, auch Ballhaus West will ich bei dieser Gelegenheit natürlich danken. Und so sind es gemischte Gefühle, mit denen ich nach vorne schaue. Da sind Wut und Zorn, und wir haben heute alle, glaube ich, genügend Information bekommen, warum wir Grund haben, zornig zu sein und warum es notwendig ist, sich mit diesen Verhältnissen, wie sie in der Welt existieren, nicht abfinden können. Aber da ist auch Hoffnung und Zuversicht, dass es anders gehen wird und anders gehen kann. Es gibt vielleicht kein Rezept dafür, wie die andere, die solidarische Welt entsteht, aber wir wissen doch längst um die Grundprinzipien, die sie dann konstituieren wird. Wir wissen über die Bedeutung des Rechts und über die Bedeutung von globalen Übereinkünften. Wir wissen um die Bedeutung von demokratisch verfassten und am Gemeinwohl orientierten gesellschaftlichen Institutionen. Wir wissen um die Bedeutung von genossenschaftlichen Ökonomien und nicht zuletzt um das, was in den beiden großen Menschenrechtspakten programmatisch angelegt ist, nämlich die Idee einer freien Assoziation freier Individuen, und so viel Marx muss dann tatsächlich am Ende meiner Rede auch noch sein. Dafür zu streiten, glaube ich, ist ganz etwas Wunderbares. Und ich möchte wirklich allen ganz herzlich danken, die sich daran beteiligen. Sie hier im Saal, die so lange dabei sind, viele davon langjährige Partner und Mitstreiter von Medico, den Partnern in aller Welt, mit denen wir das gemeinsam tun können. Leider konnten deren Vertreter heute nicht alle da sein. Aber auch natürlich ganz besonders meinen Kolleginnen und Kollegen, die das alles ermöglichen, was Sie heute auch gehört haben. Ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, ganz vielen Dank für die Unterstützung von Medico, für Medico, und wir hoffen, dass Sie lange uns noch geneigt sein werden. Vielen, vielen Dank.
Darf ich alle Mitarbeiter von Medico auf die Bühne bitten? Viele von denen sind jünger als Medico selber. Sie sollen sehen, wie die aussehen. Und wenn in ein paar Jahren dann der alte greise Gehbauer von der Stiftung rüberguckt und er wird interviewt und na, Gehbauer, wie finden Sie es, was die machen? Dann wird er wahrscheinlich das höchste Lob aussprechen können, das Berliner je aussprechen können. Da kann man nicht meckern. Das wünschen wir allen Mitarbeitern von Medico und Thomas Gehbauer. Vielen Dank und wir gehen nach Hause.